Nebenan steht der nächste Zubehörhersteller. Das ist der liebe Clemens von der Firma Noch. Der Clemens ist schon, ja, ich glaube eigentlich jedes Mal, wenn wir schreien, wir haben was zu zeigen, dann kommt er auch, wie auch dieses Jahr. Und er zeigt uns hier wieder jede Menge Noch-Produkte. Zum einen den Grassmaster, den wir ja auch zum Sommerfest im Angebot haben, also den Grassmaster 3.0 Profi. Den zeigt er ja gerne, wenn Fragen entstehen, wenn jemand nachfragt. Mein Lieblingsprodukt, was ich ja jedes Mal bei jedem Live sage, wie immer der Knitterfelsen, der ist und bleibt mein Lieblingsprodukt. Sprich, ihr knittert es in der Tat so zusammen, so ist auch die Idee entstanden, ne, ein geknittertes Blatt Papier. Und heraus kriegt man eine schöne Felslandschaft. Natürlich dann mit Nacharbeiten, aber es bleibt dann auch so. Ne? Also es ist genial. Finde ich eine ganz tolle Idee. Und verkaufen wir auch ziemlich gut. Ich denke ja dann auch, wenn wir es auch gut verkaufen. Ne, Clemens? Ja, ist so. Schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Ich bin auch immer gerne hier. Dieses Jahr, wenn ich das vorwegnehmen kann, haben wir mit dem Wetter alles richtig gemacht, oder? Das sieht im Moment auf jeden Fall so aus. Ja. Drück uns mal selber die Daumen, dass morgen auch das gute Wetter so weitergeht. Aktuelle Besucherzahlen sind für dich in Ordnung, zu wenig? Absolut. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass bei euch das Publikum sehr schön gemischt ist. Also es sind auch viele junge Leute da. Das fällt wirklich auf. Das haben wir sonst ein bisschen wenig. Das ist in der Tat so, das kriegen wir auch immer wieder zu hören. Das ist ja auch zum größten Teil mittlerweile dem geschuldet, dass wir ja auf Social Media sehr aktiv sind. Aber wir haben jetzt auch im letzten Jahr unseren Desiro HC angekündigt und das ist ja ein moderner Triebzug. Und dann macht man was Modernes und dann kriegt man natürlich auch die modernen Kunden. Also sprich die jungen Kunden, die mit so einem RX fahren und die sich dafür auch interessieren. Was wir auch haben hier heute am Sommerfest ist eigentlich eine super tolle Sache, die vorher schon mega günstig war, wo ich sage, warum habt ihr überhaupt noch welche? Ist diese total geniale Überraschungsbox. Ja, ich bin ein totaler Freund davon. Ja. Ich schnapp mir mal so eine Box. Mach mal. So, die kostet eigentlich 9,99 €, sprich eine Figur 1 Euro. Finde ich total super. Ist schon ein toller Preis. Aber wir haben jetzt für unser Sommerfest ganz dick eingekauft und es kostet jetzt sage und schreibe nur noch 5 Euro die ganze Packung. 10 bemalte Figuren. Ist natürlich eine Überraschung, was drin ist. Aber das ist bei 10 Figuren für 5 Euro manchmal auch ein bisschen egal. Ja, also ist... Ich finde es, also da danke an Noch für das tolle Angebot und für die Unterstützung zu unserem Sommerfest. Ja, dann habt ihr ja im Moment auch den Grassmaster Profi zum Umschlag. Genau. Preis im Angebot für 99,99 €. Das ist wirklich ein sagenhafter Preis. Kann ich nur sagen, zuschlagen. Weil ihr habt keine mehr, oder? Wir haben keine mehr. Ja, ihr seid aus. Wir sind ne? trocken, genau. Ja, ihr seid komplett trocken aktuell, das müsst ihr auch wissen. Also Noch hat keine Grasmeister aktuell. Also wenn ihr einen haben möchtet, schlagt irgendwo zu, egal wo. Gerne bei uns natürlich, würde ich mich freuen. Aber schlagt zu, weil Noch hat schon lange keine mehr. Also seit der Intermodellbau im April sind die schon ausverkauft. Und ich persönlich weiß nicht, wann die neu kommen. Weißt du das? Auch nicht, ne? Dauert noch. Das dauert noch. Das ist eine neue Produktion und wir sind ganz doll gespannt, was als nächstes bei Noch kommt. Clemens, ich bedanke mich. Schön, dass du da bist. Wieder mal für die Unterstützung, für deine freie Zeit, du dir opferst, auch morgen, vor allen Dingen am Wochenende. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß heute. Es ist ja nicht so, dass wir die Aussteller heute Abend alleine lassen. Wir feiern heute Abend 25 Jahre Modellbahnunion. Dann haben wir auch alle Hersteller eingeladen, alle Mitarbeiter plus Begleitung. Das wird dann heute Abend dick gefeiert.